Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und wir sammeln Elektropfeile im Sinne des Betrachters. Ich weiß nicht, wie viel haben wir denn hier schon? 5. War nix. Hast nichts gesehen. Hat glaube ich ein bisschen Probleme uns zu finden. Was? Wurde fallen gelassen? Ritterbogen wurde fallen gelassen? Wieso denn das? Wieso wurde Ritterbogen fallen gelassen? Wir müssen jetzt eigentlich so einen Trank haben, damit wir... Wir haben Essen mit Level 1 oder so. Vielleicht können wir das einsetzen, damit wir ein bisschen mehr an Resistenz entwickeln. Und die Frage ist, ob jetzt wieder die Rüstungen... Die Pfeile haben wir nicht farmen. Ich glaube, wir haben keine Pfeile mehr. Wir haben 5 Pfeile oder so, aber die sind jetzt wieder weg. Glaube ich. Jupp. Ne. Schon jetzt, du Arsch. Weg aus dem Wasser. Wieso? Ich kann doch nicht. Vielleicht im Frontalangriff oder so. Und jetzt wollen wir natürlich was futtern. Zuerst ein Elektrobummens mit Plus. Wahrscheinlich haben wir Elektro mit einer Runde Plus. Eventuell gibt es sowas, keine Ahnung. Wir haben 3. Ich probiere mal aus. Okay. Können wir nur einen haben oder was? Nein! Was, da trifft von oben? Da trifft... Fuck! Das Ding ist ja... Gehen wir leichter irgendwie kaufen, die Bogen. Können wir die wirklich kaufen? Elektropfeile, können wir die kaufen? Haben wir die irgendwo schon kaufen können? Können wir irgendwo Elektropfeile kaufen? Naja, da schon.
Wir können nichts machen. Aber gar nichts. Das ist uns so überlegen. Ich weiß nicht, was wir machen können. Keine Ahnung. Ich bin sprachlos. 100% sprachlos. Ich habe keine Ahnung, was sie machen sollen. Gar nichts. Fick die Hände nochmal. Hier gibt es schon drei Pfeile, die wir mal so einsacken können. Hier gibt es einen. Oben gibt's keinen, aber okay. Haben wir nicht das Wildschwein ein bisschen kaputt gemacht? Ich frage mich mal kurz, wie viel wir hier haben. 6. Ich bin da. Wir sind eigentlich auf offenem Felde. Oh, wir dürfen eigentlich nicht irgendwie blicken lassen. Wir könnten Ruhe eigentlich aufsammeln, aber wir dürfen einfach nicht eine Runde in den Arsch gekrochen bekommen. Ach, das sind noch 12. Okay, gut. Ja, kommt in unsere Richtung. Oh, shit. Das ist gerade ein Spiel mit einem Feuer. Ist auch noch ein Elektropfeil. Ich muss man halt immer. Oh. Immer in Sichtweite haben. Ansonsten sieht es eher gesagt sehr schlecht aus. Okay, nochmals 10. Scheiße, haben wir mal pennt. So, haben wir hier irgendwie noch einen Pfeil? Okay, jetzt wieder da lang.
Eiffel 99. Okay, das ist jetzt eine doofe Sache, die wir gerade haben. Bitte nach links, bitte nach links. Nach links. Okay. Der Typ, das ist so ein Monster, ey. Wir laufen so langsam hinüber und dann metzt er einfach uns wieder. Ah, wir hatten nur noch 8 Pfeile müssen sammeln. Und so wie einen. Oder hatten wir. Nee, ich weiß nicht, weil ich glaube nicht. Oder doch? Wo ist er? Den haben wir schon hier. Okay. Ach, wir sind hier. Okay. Das heißt eigentlich grundsätzlich gesehen nur sich bewegen, wo der Herr nicht sich bewegt. Aber wie man merkt, ist es echt schwierig, sich hier nicht irgendwie falsch blicken zu lassen. Da ist wieder ein Pfeil. Komm zu uns. So, wir müssen aber nur ganz sachte. War sonst irgendwo noch Elektropfeile außer in dem wunderschönen Baum da hinten? Das ist irgendwo da hinten, ne? Ah, da hinten ist er. Schon 11 Pfeile. Okay, war mal genau gleich viel wie vorhin. Ich speichere nur mal eine Runde. Ich weiß, wie es ist, wenn wir wieder die Hälfte verlieren. Wenn es um den Stein herumrennt, ist alles gut. Was, wenn wir so Schleicharbeiten haben? Natürlich ganz klar den auch ablegen. Dann sind wir noch leiser als sonst. Oh shit. Okay, jetzt wird's angezeigt, wie viel er hat.
Ach, oh, shit. Wir leben noch. Wieso leben wir noch? Ich dachte, wir wären tot. Ich muss von vorne weiter fahren. Wir haben gespeichert. Wir haben gespeichert. Wir sind mit den 12 oder 11. 11 oder 12. Ich glaube, 11. 11. Ich glaube, ja. Jetzt kommen wir eben Schritt für Schritt so gesehen weiter. Und ich würde mal sagen, meine Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß. Das war's für mich, für euch. Bis dann.